Präsidentin. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, liebe Zuschauer auf den Tribünen. Ich muss auf einige Irrungen hier noch mal eingehen. Nachhaltigkeit gibt es schon immer. Sie kennen den Spruch, unsere Kinder sonst mal besser haben als wir. Vielleicht liegt es daran, dass Sie einfach eine kinderlose Gesellschaft in die Welt mit Ihrer schlechten Politik gesetzt haben. Aber lassen Sie mich auf meinen Punkt kommen. Finanzen sind sehr wichtig in der Nachhaltigkeit. Aber einem Kollegen der FDP klang es so ganz kurz mal an. Aber ich sage einfach mal, denn es steht und fällt alles mit dem Gelde oder dem europäischen Green Deal hier mal als Stichwort zu nennen, der ja so ressourcenschonend angeblich und energieschonend, mein Kollege Kraft hat es eben dargelegt, wie man so schön ideologisch alles färben kann, nachhaltig uns eine schöne grüne Welt beschert. Die Folgen sehen Sie heute, Sie haben es von Frau Scheer und anderen hier gehört, der Strom ist teurer geworden, seit wir diese sogenannte ökologische Wende vollziehen. Wir haben den teuersten Strom in der Welt und das liegt nicht an Ihrer grünen Energie, sondern das liegt an Ihrer schlechten Energiepolitik, die Sie insgesamt im Energiemix betrieben haben, meine Damen und Herren. Aber kommen wir zum Finanzthema, die hochgelobte EU-Taxonomie. Ich fasse mal zusammen als Stichwort für Sie. Sie haben es mitbekommen dort auf den Tribünen. Stichwort Kernkraft und Gas ist nachhaltig, Öl und Kohle nicht. Daran sehen Sie schon an der Taxonomie, liebe Regierung, auch bei Ihnen, wie ideologiegetrieben und falsch Ihre sogenannte Nachhaltigkeitsstrategie ist, meine Damen und Herren. In Wirklichkeit geht es Ihnen mit diesen Regeln, auch der Eigenkapitalunterlegung von Banken, von Kapitalsammelstellen und Versicherungen, doch nur darum, auch die Kontrolle über die Wirtschaft und die Finanzen zu bekommen, zu bestimmen, welche Investition ist gut und welche ist böse. Das kann am besten aber der Unternehmer, weil der ist auf Effizienz getrimmt, meine Damen und Herren, und auf Wettbewerbsfähigkeit. Und die brauchen wir für die deutsche Wirtschaft, aber kein Sozialismus à la grüner Natur, meine Damen und Herren. Gelenkte und gesteuerte Wirtschaft, das ist das Schlagwort unserer Zeit. Deswegen das dritte Rettungspaket, und ich prognostizierte, weil es so unzulänglich ist, müssen Sie noch ein viertes machen, meine Damen und Herren. Wir vertrauen auf die Freiheit auch der Märkte, denn der Investor trägt auch schließlich das Risiko. Und das haben Sie mit der Finanzkrise 2009 außer Kraft gesetzt. Sie haben nämlich Gewinne sozusagen privatisiert und Verluste sozialisiert. Und seitdem kommen Sie aus dieser sozialistischen Nummer nicht mehr raus, meine Damen und Herren. Nächste Rednerin für die FDP-Fraktion, Anja Schulz.